So, meine Lieben, Servus und herzlich willkommen bei meinem Kochtopf und du. Ja, wie ihr seht, bin ich heute ganz alleine. Eigentlich ist ja Papa-Wochenende, Sohn ist mit am Start zum Kochen, aber ja, ist ein bisschen kränkelig und lässt sich entschuldigen. Er sagt aber wahrscheinlich gleich auch nochmal Hallo. Ja, und heute kochen wir mal ganz was Ordinäres. Ich würde sagen, wir machen heute mal ein Cordon Bleu hier in Gerichtssaal im Bratort. Na, da würde ich sagen, ich war ja schon einkaufen. Wir fangen auch gleich mal an. Was brauchen wir dazu? Natürlich Cordon Bleu. Das ist vom Schwein. Und normalerweise könnt ihr mir dann auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn euer Cordon Bleu so herrichtet. Vor allem, was für einen Käse benutzt ihr denn dazu? Ich nehme immer gern Pecorino Romano. Das ist immer so ein bisschen salziger Käse. Aber gab es heute nicht. So, somit habe ich einen anderen ähnlichen Käse vom Käsefachverkäufer. Wenn es sowas überhaupt gibt. Also, was machen wir natürlich? Ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das so zubereitet. Ich bin da natürlich auch immer gespannt und lernwillig. Was ich natürlich als erstes mal mache, das ist, ja, ich nehme die Cordon Bleus aus der Tüte und dann werden die erstmal ein bisschen abgewaschen. Ja? Weil da ist ja immer irgendwie jede Menge Schmalz und Schmond und Schlotter dran. Und dann legen wir die mal schön dahin und tupfen die trocken. Na, ihr könnt euch jetzt hier einfach mal von mir alleine berieseln lassen. Heute gibt es keine Zaungäste, kein Sohn, nur ich ganz alleine in der Küche mit Fleisch zum Trockentupfen. Also, wenn wir die ein bisschen abgewaschen haben, dann legen wir die erstmal so hin. Und jetzt kommt ja das Nächste. Ich klopfe die ja trotzdem immer etwas aus. Na, das habe ich wahrscheinlich so vom Schnitzelkochen noch drauf. Aber das machen wir jetzt auch, bevor wir dann ans Eingemachte gehen. So, und zwar brauchen wir hier so einen Hammer. Habe ich doch mal irgendwo einen gehabt. Hier. Nehme immer diese flache Seite, weil mit der Spitzen habe ich mir mal in den Kommentaren sagen lassen, wird das Fleisch zäh. Also ich klopfe. Ja, nicht so viel. Einmal. Eineinhalb Mal. Zweimal. Zweieinhalb Mal. Dreimal. Okay, und was kommt jetzt als Nächstes? Ja, Semmelbrösel. Da hole ich immer die Semmelbrösel vom Bäcker, weil das sind echte geriebene Brösel, nicht das aus dem Supermarkt. Die schmecken halt einfach auch nicht so gut. Was wir natürlich dann noch brauchen, sind Eier. Wir nehmen Eier her. Da machen wir einmal mal. Einmal zwei Eier rein. Einmal zwei Eier. Okay, was für ein Deutsch. So. Okay. Und dann wollen wir natürlich auch einen Geschmack haben, ein Geschmäckle. Ne? Deswegen tun wir die Eier schön salzen. Pfeffern. Das ist Pfeffer. Das Dunkle ist der Pfeffer. So. Und natürlich dann auch Salz. Und heute ist der Akku nicht leer vom Salzsteuer, das heißt, das Kochvideo kann ungehindert stattfinden. So, wenn wir das gemacht haben, nehme ich natürlich auch gerne mal auch eine Gabel. Und dann wird es so verquirlt. Ich bin ja schon gespannt, also wenn du irgendwo etwas siehst und denkst dir, hä, wie macht der denn hier bitte sein Cordon Bleu? Dann schreib es mir gerne in die Kommentare, wie du das so machst, beziehungsweise würde mich auch mal interessieren, was du für einen Käse benutzt. Ja, was ist dein Cordon Bleu Käse? So, nachdem wir das jetzt ja hier gemacht haben, legen wir die mal schön dahin. Gesicht nach unten. Und dann werden die hier erstmal etwas eingemehlt. Das kommt jetzt, jetzt wird es ja auch schon spannend, wegen der Panade. Dass die Panade schön wird. Also hier Mehl drauf. Erstmal schön. Nee, falsch, ich habe mich vertan. Also auch die Cordon Bleus salzen. Im Endeffekt ist es ja wurscht.
So, hier salzen. Innen auch ein bisschen. Wenn man Pecorino Romano benutzt, diesen salzigeren Käse, dann muss man nicht so viel salzen. Pfeffern auch nicht. So. Innen auch nochmal, dass da ein Geschmack hinkommt. Wenn du Pute benutzt, ja, oder Hühnchen, dann darfst du etwas mehr würzen, weil die Pute hat nicht so einen Eigengeschmack. So, schön ordentlich würzen. Pfeffern auch. So. Das Mehl am Fleisch, das dient eigentlich einfach nur dazu, dass dann eine schöne Panade entstehen kann. Da habe ich auch mal in der Kochsendung gesehen. Und da ich nicht wirklich kochen kann, plapper ich das einfach nach. So, dann haben wir hier Salz, Pfeffer. Das ist jetzt außen, innen. Da machen wir auch noch schön Pfeffer drauf. Und dann haben wir das auch schon. So. Ein Hoch auf den elektrischen Pfefferstreuer. So, dann machen wir das hier feste. Okay, und jetzt können wir Mehl drauf tun. So, wunderbar. Ja, das Spannende ist ja beim Cordon Bleu, jetzt müssen wir es wieder umdrehen, ist ja das Zusammenfrickeln. Na, das Zusammenfrickeln vom Cordon Bleu, das passiert bei mir mit Zahnstochern, so, und dann brauchen wir natürlich, das habe ich jetzt vergessen, den Schinken. So, also ich habe den fertigen Schinken gekauft, obwohl ich eigentlich vorhin an der Metzgerstheke stand, ist aber nicht so schlimm. So, dann schneiden wir solche Schinkenstückchen. Könnt mir ja auch mal schreiben, was ihr für einen Schinken benutzt. Wäre immer interessant. Und ich merke gerade, wie komisch es ist, alleine zu kochen, weil man dann die ganze Zeit nur vor sich hin brabbelt. Also, wir nehmen jetzt mal das Cordon Bleu und legen da gerne mal so ein bisschen den Schinken rein. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack. Zack. Okay. So, ihr seht schon, jetzt wird es echt spannend. Da liegt jetzt einmal der Schinken drin. So. Hm. Ja. Und dann kommt ja natürlich auch der Käse. Luna, willst du ein Stück Käse? Ja, später. Okay. Vom Käse schneiden wir auch etwas ab. So. Ich sage ja immer, alles ist besser mit Käse. Und dann, ich weiß gar nicht, was das jetzt für ein Käse ist. Was ist was für ein Käse? Ha? So, da machen wir dann auch so eher so Stückchen, weil die können wir dann besser verwursten. So, einmal, zweimal. So, das Cordon Bleu nimmt schon Formen an. Und der Käse ist auch noch übrig. Okay. Und jetzt wird es spannend. Wir nehmen jetzt mal so ein Cordon Bleu. Und fangen an, es zusammenzufrickeln. Jetzt kommt der spannende Augenblick. Wir klappen das zu. Und dann kommt schon der erste Zahnstocher. Genau. So. Jetzt passt auf. Eins, ja, wie wenn ich es gelernt hätte. Eins, zwei, drei, ha, 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 ha. Nochmal, eins, zwei, drei. Wunderbar. Das Ganze mache ich jetzt nochmal bei den anderen beiden und dann sehen wir uns gleich wieder zur großen Paniersause. So, also die Cordon Bleus sind jetzt hier eingewickelt und zugestochert und sind eigentlich jetzt bereit, umpaniert zu werden. Das heißt, wir haben hier schon unser Ei,
Was ich zum Beispiel bei einem Schnitzel auch gerne mache, ist eine Handvoll Paprika-Chips kleinkrümeln und mit in die Panade rein. Aber ich habe gerade eben nur Erdnussflips da. Von daher ist das irgendwie nix. Na, aber wir wollen jetzt hier mal anfangen und panieren. Also das ist ja jetzt auch keine große Kunst. Erstmal das Cordon Bleu schön, dass es überall mit Ei bedeckt ist. Und dann hier wichtig, die Panade nicht hindrücken. Wenn du die Panade ans Cordon Bleu oder ans Schnitzel hindrückst und matschst, dann geht die Panade nicht auf in der Pfanne. Das ist der große Trick. So, brauchen wir jetzt hier noch ein Schneidebrett. So. Okay, haben wir eins, zwei. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, in welcher Käse eigentlich ursprünglich in ein Cordon Bleu gehört. Das könnt ihr mal ja auch mal reinschreiben. So. Da kommt eine WhatsApp-Nachricht. Okay, dann machen wir mal weiter. Das dritte Cordon Bleu, das ist ja immer so das Reserveschnitzel. Ne? Wenn jetzt jemand noch mehr Hunger hat und man hat nichts mehr zu essen da, ist das natürlich immer blöd. So. Okay. Jetzt haben wir das schön paniert. Man sollte dann auch nicht so lange warten, bis die in die Pfanne gehen, weil sonst wird es auch wieder nichts. Es ist einfach eine Wissenschaft für sich, obwohl es so simpel ausschaut. Sohn, willst du dein Ei? Sohn mag gern Ei. So, jetzt werde ich mal die Pfanne vorheizen. Was mache ich denn da immer? Also ich darf ja noch Schleichwerbung machen. Ich benutze zum Beispiel immer gern Alba-Öl. Das riecht wie Butter, schmeckt wie Butter, ist aber vollkommen cholesterinfrei. Bah, da haben sie was Tolles erfunden, die Schweden. Na? Also brauchen wir quasi hier ein Öl und davon viel. Das werde ich euch gleich erklären, warum das so ist. So, dann schalten wir auch mal schon den Herd an. Und machen uns ein Cordon Bleu. So, bis das jetzt alles fertig ist und aufgeheizt ist und, da melde ich mich gleich nochmal bei der großen Brutzelsause. So, Pfanne heiß, Cordon Bleu bereit. Jetzt legen wir die Dinger einfach mal rein und fangen an. Ich brauche ja noch was zum Wenden. So, ich nehme dann immer zwei Gabeln. Weiß nicht, wie ihr das macht. So. Dann kommen die Schätzchen mal ins Pfännchen hinein. So. Was man dann machen kann, damit die Panade auch schön wird, wie man immer auch dazu sagt, ist einfach mal die Pfanne schwenken, dass das Öl über das Cordon Bleu drüber schwappt. So. Genau. Das verursacht dann nämlich diese Blasen in der Panade. Habe ich alles aus von Kochkanälen, von der Konkurrenz. So. Okay. Pommes gibt es dazu, die sind da auch schon drin. Natürlich im Airfryer. Wir wollen ja irgendwie, so wenn es denn dann geht, aufs Fett verzichten. Und dann würde ich sagen, wir brutzeln die jetzt mal von beiden Seiten. Nicht so heiß, weil die brauchen ein bisschen länger, weil dick. Na, also nicht ich, sondern die Cordon Bleus. Dass die dann schön durch sind. Und dann sehen wir uns also wieder vor vollendeten Tatsachen, meine Lieben. Okay, bis gleich. So, meine Lieben, jetzt ist es ja auch schon soweit. Die Cordon Bleus haben sich jetzt hier einen abgebrutzelt. Und ja, da der Sohn ja etwas kränkelig ist, wird er natürlich jetzt auch hier entsprechend bedient mit dem Wichtigsten, was ein Kind so braucht, das Ketchup. Ja, die Cordon Bleus sind fertig, würde ich sagen. Wir nehmen eins raus. Wer mag, kann die natürlich dann auch gerne noch abtupfen. Na, sollte man vielleicht auch. Aber ich lasse es jetzt abtropfen. So. Willst du eins oder zwei? Eins. Okay. Dann haben wir natürlich da die Pommes. Eins der wichtigsten Grundnahrungsmittel eines jeden Kindes. Pommes frites. So. Okay. Dass nicht so öde ist.
kommt noch etwas Salz darüber. So, ich habe ja auch ein leckeres mediterranes Kräutersalz, das ich immer noch nicht benutzt habe, aber es wird bald geschehen. So, jetzt schalten wir da mal auch den Ofen aus, die Herdplatte. Ich würde sagen, ein wunderschönes Cordon Bleu mit lecker Käse und Schinken und Pommes für den Sohnemann. Somit sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Morgen bin ich wahrscheinlich wieder alleine hier in der Küche. Aber morgen gibt es dann was ganz Besonderes. Und zwar mache ich mal mit euch einen Fischstäbchenburger. Ja, ja, ein Fischstäbchenburger. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Also meine Lieben, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam. Wir essen jetzt Cordon Bleu und wir sehen uns morgen zum Fischstäbchenburger.